vielen von unseren Kunden waren die Entsorgungskosten von der Entwässerung, von dem entwässerten Schlamm, bereits 80% von den Betriebskosten der Kläranlage aus. Man muss sich vorstellen, große Klärwerke, die horrende Kosten bei der Entsorgung haben, die können mit 2% TS-Steigerung im Austrag die Entsorgungskosten schon um 10% drücken. Das sind teilweise enorme Summen. Bei der Entwässerung, wo der Xylitol eingesetzt wird, ist für unsere Kunden besonders relevant die Trennleistung. Also die Entsorgungskosten stehen da im Vordergrund, der Polymerverbrauch und der Stromverbrauch. Das bilden so die üblichen Benchmarks in dem bei der Anwendung. Und der Xylitol hat durch seine Technik diese Benchmarks im Vergleich zu konventionellen Maschinen in allen Punkten durchweg gebrochen. Wir haben Kunden, die erst wenige Monate zuvor eine C-Maschine installiert haben, die ja ohnehin schon wirtschaftlich und auf einem guten Niveau gelaufen ist, aber durch die Xylitol-Technik halt nochmal ein gewaltiges Einsparungspotenzial gehoben werden konnte. Von der C-Baureihe auf die X-Baureihe ist der Austausch ist sehr simpel. Wir tauschen den Rotor aus, also die drehenden Teile. Der Zeitaufwand dafür ist eine Stunde oder zwei, wenn überhaupt. Anpassungen an der Steuerungstechnik oder an der Anlagentechnik sind weiter nicht nötig. Wie lohnend es für den jeweiligen Kunden ist, die Xylitol-Technik zu verwenden, demonstrieren wir Ihnen am liebsten. Bei einem dreiwöchigen Versuch werden wir vorübergehend die Xylitol-Technik in die C-Maschine einbauen und bei den Versuchen die relevanten Daten sammeln und berichten unseren Kunden darüber. Das Gleiche machen wir auch mit der vorhandenen C-Maschine, sodass ein direkter Vergleich da ist. Und anhand von diesem direkten Vergleich kann der Kunde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung anstellen und seine Kaufentscheidung darauf stützen. Vorweg ist ganz entscheidend der Zustand von der Anlage, also wie ist die Fördertechnik, wie ist der Schaltschrank und wie sind die Pumpen und das Gebäude an sich vom Zustand her, ist das alles gut, kann das noch über viele Jahre verwendet werden. Bei den Kunden kommt dann ein Retrofit in Frage. Das ist der eine Grund. Das andere ist, wenn man eine Neuanschaffung macht, eine neue Maschine installiert, dann ist das ein langjähriges Projekt meistens und die Bauphasen gehen über viele Monate. Und der Retrofit ist mit einem kleinen Versuch im Vorfeld auf wenige Stunden installiert. Ich muss mein Personal nicht neu anlernen und kann die vorhandene Anlagentechnik, mit deren Umgang ich vertraut bin, weiterverwenden. Auch relevant ist der Umweltgedanke. Die Installation einer neuen Maschine geht ja meistens einher mit einer neuen Anlagentechnik und oft auch wird an der Bausubstanz in einem nicht unerheblichen Ausmaß und Umfang was gemacht. Und man darf nicht unterschätzen, was da an sogenannter grauer Energie drinsteckt und an Ressourcen. Und all das spart man sich, wenn man halt nur den eigentlichen Kernteil von der Entwässerungsanlage austauscht.